Willkommen zurück zu Todwarina mit Miltiades auf dem Pfad zum Ruhm. Ja, wir gehen weiter, machen weiter. Ich habe gerade eben ein bisschen bei der Aufnahmetaste gedrückt gehabt und ich wusste nicht, ob ich sie tatsächlich gedrückt habe. Und dann habe ich lieber nochmal gedrückt. So, wir sind zurück mit Miltiades und sind heftig am Aufräumen gewesen letztes Mal. Nee, eigentlich gar nicht. Wir haben nur verteidigt letztes Mal, weil was uns aber den Sieg gebracht hat, muss man mal ganz krass sagen. Das letzte Mal verteidigen. Dieses Mal möchte ich eigentlich nicht unbedingt verteidigen müssen schon wieder. Vor allem, weil die Karte ein bisschen übersichtlicher ist. Die Thermophilen sind übersichtlicher. Da kann man nicht so leicht großartig flankiert werden, vor allem solange hier jetzt noch Truppen unterwegs sind und wir einen gewissen Sichtbereich haben, geht es eigentlich endlich Kavallerie in Form von Citizen Cavalry, das ist griechische Kavallerie, genau. Endlich haben wir da mal welche dabei, weil hey, was? Achso. Ja. Was wollte ich jetzt sagen? Ja, wir werden dieses Mal ein bisschen vorstoßen. Es ist alles ein bisschen übersichtlicher hier. Das ist sicherlich eine gute Formation, die hier unser Gegner an den Tag legt, meine ich. Da müssen wir mal gerade schauen. Das ist sicher gut hier mit den Pikenieren. Das ist wunderbar. Vielleicht können wir hier mal noch eine Einheit von uns dazustellen. Nehmen wir gerade die noch dazu. So, und dann fällt mir gerade ein. Das ist mir gerade eingefallen, als ich diese Speerträger angeguckt habe. Ich habe ja im letzten Part gesagt, wir werden wohl Phalanx und Speerträger gleichzeitig skillen, richtig? Ich denke, wir werden es anders machen. Unten ein Verbündeter von uns ist rausgeflogen. Jetzt übernimmt gerade irgendjemand anderes die die Soldaten hier. Da müssen wir mal abwarten, dass die richtig gespielt werden. Also einigermaßen richtig. Und zwar werde ich doch nicht auf Phalanx gehen, weil ihr wisst ja, unser General hat hier diesen lustigen Angriff Infantry Charge, ja. Und er bringt uns halt bei Pikinieren, so leid es mir tut, so leid es mir tut, nicht wirklich viel. Von dem her. Moment jetzt. Was soll ich sagen? Ja, der Infantry Charge bringt uns halt eben bei Pikenieren nicht so wahnsinnig viel. Ich denke, deswegen werden wir bei Speerträgern bleiben und mit denen spielen. Das ist, denke ich, um einiges sinnvoller, als hier großartig mit, wie heißen sie, als hier mit Phalanx zu kämpfen. Warum komme ich eigentlich bei Phalanx und Pikenieren immer so furchtbar durcheinander? Ist ganz schrecklich. Phalanx und Pikeniere ist das scheiß selbe, verdammt. Phalanx und Speerträger meine ich jetzt. Oder Hopliten halt, ja. Ihr wisst, was ich meine, auf jeden Fall. Oh, da hat es gerade aber welche weggehauen, ha? Uiuiui. Ja, das ist halt doof, wenn man hier mit Immunes steht und da hinten irgendwo Katapulte sind. Das ist natürlich dumm. Ja? Das ist sicherlich nicht so schlau. Vor allem, wenn da die Pfeile auch noch daher geregnet kommen. Soll mal der mit seiner Kavallerie irgendwas machen, vielleicht, wobei in den Wald mit der Kavallerie reinreiten, weil hier drüben stehen die Bogenschützen, ist vielleicht auch nicht ganz so intelligent, muss man gerade sagen. Das wird gleich unsere Flanke hier offenbart. Leider haben wir, muss ich sagen, echt ein bisschen wenig Fernkämpfer dabei. Die meisten spielen halt Hopliten oder so. Habe ich mir auch letztes Mal schon aufgefallen im letzten Spiel. Aber das kann man halt echt nicht machen. Was soll man da tun, gell? Mal hat man halt zu wenig, mal hat man zu viele Fernkämpfe und so weiter. Ist natürlich immer ein bisschen blöd, aber da kann ich halt auch echt nichts machen. Und ich möchte halt, oder ich kann nicht Fernkämpfer spielen, weil wir dafür irgendwie ein bisschen die falsche Fraktion haben. Was mir übrigens auch eingefallen ist, ich habe die Consumables nochmal weggeklickt, dass die aufgefüllt werden, weil ich möchte nicht bei unserem General diese unsere Bogenjäger machen, weil der kann unter Umständen recht schnell sterben. Ich hätte den Infantry Charge gerne noch länger. Drum, ja, habe ich mir das jetzt so entschieden, dass wir das nicht so machen. Drehen wir euch mal wieder um, richtig vernünftig hier, weil hier kommen jetzt Hopliten. Die sehen ja gefährlich aus hier. Ach, die haben coolere Helme als unsere. Das ist ja unfair.
unsere verkacken vor allem hart. Kannst du da mal reinrennen mit deinen Leuten hier? Ah, okay. Aber ich muss sagen, so Pikeniere sind doch recht effektiv, ja. Aber ich meine, wir sind halt eben auf Assault getrimmt ein bisschen und deswegen ist es... Lässt du das mal? Bist du doof? Nein. So. Gut, jetzt nochmal. Jetzt haben wir da die Einheit schon praktisch fast verloren. Das ist natürlich perfekt. Kannst du da mal mit deinen The Reader, kannst du mal kurz da mit deinen Pikenieren noch ein bisschen eher rein? Wäre ganz cool, ja. Vor allem haben die Gegner einfach hier Fernkämpfer en masse. Wo ist die Kavallerie, wenn man sie braucht? Ist die tot? Ja, da steht sie. Da kommt sie. Citizen Cavalry, eine Einheit wenigstens. Na toll, Italian Swordsman gibt es hier immer noch. Okay, Tier 2 Units ist natürlich ein bisschen bitter, muss man sagen. Das war unsere erste Einheit, die da gerade eben draufgegangen ist. Immerhin 300 Punkte, juhu. Wahnsinnig viel. Irgendwie ist das Problem, unsere Gegner machen mega viele Fernkämpfer. Wir haben kaum Fernkämpfer. Oh, das ist doch jetzt vernünftig hier. Oh, das ist geil. Oh, wie lecker. Hm. Ja, ich rasche gerade voll aus. Aber das ist doch mal was Tolles hier. Das hat die Gegner natürlich schwer getroffen. Okay, da kommen jetzt Speerträger. Da werden wir jetzt vermutlich die Kavallerie dann gleich verlieren. Aber der Gegner hat hier gerade eben mal geschwind innerhalb von ein paar Sekunden mal kurz einen Haufen Fernkämpfer verloren. Und das lohnt sich auf jeden Fall. Ich habe gerade gedacht, das Spiel ist ja abgeschmiert, aber doch nicht. Wisst ihr was? Wir werden uns jetzt mal ein bisschen vorwagen. Momentan sieht es ganz gut aus für uns. Wir haben weniger Leute verloren als der Gegner. Das wundert mich eigentlich schon fast. Jetzt zieht eine Kavallerie da raus, dann kann man vielleicht damit nochmal was anderes anfangen. Ja, ich werde mich jetzt mal darum kümmern, dass wir hier durch den Wald ein bisschen laufen. Vielleicht erreichen wir ja hier durchaus noch diese Reiter hier. Die werden jetzt gerade nämlich langsam wie die Sau. Jawohl, ein paar von den Reitern erwischen wir vielleicht. Okay, ein, zwei vielleicht, ja, nicht mal. Vielleicht hätten wir dieses Charge-Befehl reinhauen sollen, aber der ist mir halt ein bisschen zu kostbar, um ehrlich zu sein. Nicht, dass wir dann doch nicht das, den Gegner erreichen. Ist der Vollidiot schon wieder da oben, oder was? Kannst du mal aufhören, meine Leute zu beschießen? Okay, er hat auf die Kavallerie geschossen, aber trotzdem, ich weiß auch nicht. Die Schützen sind schon heftig. Übrigens, irgendjemand von euch hatte mal gemeint, die Türme würden nicht schießen, sondern nur Sichtbereich geben. Danke nochmal für den Tipp. Auch hier im Video ist jetzt schon eine Weile her. Wird mir gerade so eingefallen, als ich den Turm gesehen habe. Okay, jetzt kommen hier fettfeindliche Kavalleristen, die jetzt vor uns gerade weggeritten sind. Das ist natürlich jetzt perfekt. Upsala, das tut mir jetzt leid, gerade eben war bei mir eine Meldung. Ups, jetzt geht's weiter. Jetzt geht's weiter, sorry. Ihr habt es gar nicht gemerkt, bei euch ist jetzt gerade eben das Bild die ganze Zeit geblieben. Ich hoffe es zumindest. Ja, weil mein Mozilla Firefox ist gerade abgeschmiert und das wollte mir jetzt gerade eben mitteilen. Was natürlich ein bisschen doof ist. Aber was soll's, hab ja nichts hochgeladen oder sonst was. Ja, ich hoffe, dass die Aufnahme jetzt nicht abgebrochen ist, aber eigentlich darf nicht, weil immer wenn man hier zum Desktop zurückfliegt, geht es eigentlich weiter. Kann jetzt gerade aber leider auch nicht wirklich nachgucken. Wobei, rein theoretisch könnte ich sogar geschwind nachgucken. Ja, geht weiter. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr gerade einen schwarzen Bildschirm hattet oder was weiß ich, keine Ahnung. Aber die Aufnahme ist noch nicht zu Ende, außer sie ist total geschrottet. Dass er mir falsch angezeigt wird, aber eigentlich soll es schon noch gehen. Wir greifen jetzt hier an, ich hoffe es, weil ich rede hier gerade so viel heute. Dann ist das immer bitter, wenn dann die Aufnahme nicht geht. Vor allem, weil eigentlich gerade auch das Gefecht ganz gut läuft. Zwei Siege in Folge hat man schon lange nicht mehr.
versuchen wir hier mal die Einheit anzugreifen. Kannst du mal kurz mit deiner Kavallerie hier mal kurz angreifen? Ares guide you. Follow me. Wow. Das sind die hässlichen Katapulte. Da hinten sind sie. Aber da kommen wir leider nicht hin, weil da beschützen die Gegner den Gegner zu stark. Vielleicht greifen wir einfach mal. Oh, hier greifen wir nicht mit an. Wobei doch. Oh, okay, das war der General. Okay, greifen wir hier mal noch an. Wie viele Punkte haben wir? 600. Schon wieder so scheiße wenig. Die Truppen sind einfach Dreck. Kann uns jemand hier mal helfen, bitte? Hilfe! Das war ja ein super Side-Angriff. Jetzt haben wir es wieder total verkackt. Ich komme damit. Ich bin einfach noch scheiße in dem Spiel. Müsst mir mal Tipps geben, Leute. Ich brauche euch. Mal gucken, wie sieht's aus? 900 Punkte. Ja, wobei, das könnten wir unter Umständen schon noch schaffen hier. Oh, jetzt wird man da hinten angegriffen. Das ist natürlich perfekt. Warum dreht er hier nicht um? Jetzt dreht er um. Perfekt. Okay. Wir sind ja hier noch beschäftigt und hier beschäftigt. Ja, okay, wir haben jetzt dann gleich verkackt mit unseren Einheiten, aber immerhin ein bisschen was schaffen wir vielleicht noch. Okay, die Einheit ist jetzt dann gleich im Eimer da oben. Oh, er ist da hinten rum geschafft. Mit den Horari und den Etruskern Chevalier. Was für Dinger? Javeliners. Genau. Unsere Truppen gehen hier gerade noch episch drauf. Das ist natürlich schön. Ja, den Rest hier können wir jetzt auch noch da reinschicken. Das macht jetzt gerade keinen großartigen Unterschied mehr. Ja. Do you wish to exit the battle now? No, I don't. Gern. Wie auch immer. Das war jetzt natürlich ein bisschen blöd, ja. Dass wir jetzt hier wieder Gruppen verloren haben und Ende. Wer ist dieser Juhu? Der ist ja echt gut, oder? Juhu. Wo ist der? Ah, der mit den Bogenschützen. Moment, wir haben Bogenschützen seit wann? Slingers meine ich, sind Steinschleuder. Aber trotzdem, gut. So. Ich denke, das sollten eigentlich unsere Verbündeten hier schaffen. Das sind ja nur noch die Rechte. Ich glaube, das sind die Rechte, gegen die wir gerade gekämpft haben. Ja gut, dann haben wir wieder zum Sieg beigetragen, auf jeden Fall, würde ich sagen. Ganz schlecht sind wir auch nicht. Okay, wir haben 800 Punkte fehlen uns auf den Zweitplatzierten. Ja gut, so viele Punkte waren es dann jetzt leider auch nicht. Aber ist schon okay, würde ich sagen. Und ich denke, wir werden dieses Gefecht gewinnen. Wir haben noch 1100 Mann übrig, der Gegner 572 noch dazu. Sind wir gerade schon am Base erobern. Drum denke ich, wird es was. Ich denke, die Base wird sogar noch vor 1 Minute 36 fallen. Dieses Mal ist ein längeres Gefecht, wie es aussieht. Ich muss gerade mal kurz auf meine Zeit gucken. 13 Minuten. Das Mal ist länger als das letzte Gefecht. Auf jeden Fall schon mal. Ist auch nicht schlecht. Ich meine, die Gefechte sind eh unterschiedlich lang. Mal gehen sie 9 Minuten. So wie einmal hat man doch nur 9 Minuten Gefecht, gell? Dann gehen sie mal 11, aber ich rede ja teilweise auch noch ein bisschen danach. Stell mal noch ein paar Sachen ein und das schadet ja auch nicht. Das habe ich nur das eine Mal irgendwie nicht gemacht oder vergessen oder keine Ahnung oder beides. Vielleicht hat es einen Grund gehabt oder ich habe es vergessen, weiß ich gar nicht mehr. Bei dem 9 Minuten Teil. Aber ich meine, das kann man sich ja auch mal dann ganz schnell mal kurz angucken, so ein 9 Minuten Video. Aber hier müssen wir jetzt mal gerade gucken. Warum haben unsere Leute jetzt hier eigentlich das Ding verkackt so? Sind die doof? Ach, weil der Gegner kommt. Ja gut. Es sind noch 38 Sekunden. Ich hoffe, die verkacken das jetzt nicht noch, indem sie mehr Leute verlieren als der Gegner. Ja, jetzt hätten wir fast das Ding erobert, wenn es... Aber die Gegner kamen da halt noch dazu. Der kommt jetzt mit seinem der Juhu. Ich denke, man kann mit Bogenschützen echt viel oder mit Fernkämpfern echt viel töten. Aber da muss man halt die vernünftig spielen können. Und das kann ich halt, glaube ich, einfach nicht. Oh, das sind
ein paar Arsen-Satan. Cool. Arsenische Teufel. Hä, kann man auch Einheiten umbenennen oder so, weil die kommen mir gar nicht bekannt vor. Kann es sein? Keine Ahnung. Victory, time is up. Okay, 57 für unseren Commander, 103 Unit XP, 1124 Gold so bekommen. Na gut, dann warten wir mal geschwind ab, bis das Hauptmenü geladen hat. So, jetzt. Gut. Immerhin 83, 66, 74 Punkte. Replenish all. Und dann gehen wir jetzt mal hier kurz gucken, was wir hier an... Wir haben 233 übrig, aber jetzt gehen wir erstmal kurz und machen hier die Consumer World. Wir gehen hier auf Melee Attack und Melee Defense. So. Gehen bei denen hier, und jetzt können wir auch Restock machen. Machen bei denen hier das hier und das da, in der Hoffnung, dass ich mir merken kann, dass das unsere Jungs mit den Schildern sind und so. Mit den besseren Rüstungen. Und hier machen wir, was hatten wir hier? Das und das. Okay, dann machen wir hier Melee Attack und Armor, glaube ich, mal. Genau, machen wir so. Passt soweit dann mal. Gut, okay. Dann müssen wir jetzt nur noch überlegen, was wir hier an Sachen kaufen. Wir haben gesagt, als nächstes entweder Schilder oder Helme. Ja? Ich denke, wir werden als nächstes, wann können wir das hier eigentlich machen? Ich denke, da müssen wir irgendwie hier was noch freischalten oder so. Ah ja, genau, hier ist ein kleiner Pfeil, sieht man hier. Sollten wir vielleicht mal, dass wir unsere Waffen auch verbessern können, hier die Schilder nehmen. Für 206 Erfahrungspunkte. Perfekt, und für 1050 passen wir die Schilder an. Jetzt könnten wir die schon holen, die Waffen, aber ich möchte meine Commander-XP nicht dafür ausgeben. Da gibt es wichtigere Sachen. Gut. Okay, und dann möchte ich jetzt mal vielleicht kurz noch ein bisschen unsere Einheiten stylen. Das habe ich auch noch nicht gemacht. Ich möchte gerne mal so eine Einheit recht rot kleiden. Wo ist denn das da? Das ist so dieses Ding, aber wo ist die Secondary Farbe da? Machen wir die mal Faded Orange. Ja, machen wir das rot, genau. Dann möchte ich die Einheit Gray, Brown, Gray. Machen wir die mal grau hier. Und die Einheit, wie machen wir die? Orange vielleicht, oder Yellow, oder Brown. Machen wir Braun, das sieht cool aus. Und ein bisschen Faded Gray, wo auch immer. Die machen wir so. Und die machen wir Faded White noch so, machen wir so. Dann passen die Einheiten. Aber irgendwie, also Einheitennamen kann man nicht geben, oder? Weil das wäre ja schon cool, wenn man denen noch irgendwie so einen extra Namen geben könnte, dann könnte ich die nach irgendjemandem von euch immer benennen, die Einheiten. So wie bei Let's Rise oder Weg zum Shogun, wo Heiko übrigens jetzt Weg zum Shogun wieder anfängt, zur Information. Ja, keine Ahnung. Verstehe das jetzt gerade auch nicht, also anscheinend kann man es nicht. Falls ihr was Näheres wisst, könnt ihr es gerne in die Kommentare schreiben. Wir können jetzt mal hier noch gucken. Möchte ich eigentlich gerade nichts. Ich möchte mir hier vielleicht das da unten sparen, wenn wir es irgendwann mal machen können. Ja, gut, dann danke ich euch wieder fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen, hier bei Pfad zum Ruhm. Wir sehen uns dann wieder und bis dann, ihr wisst ja, alle 2 Tage kommt's, gell? Also ich nehme gerade auf am Mittwoch, dann ist das hier für Freitag und am Wochenende kommt nichts, dann kommt wieder am Montag ein Part, oder? Ja, genau. So ist es, glaube ich. Bin mir gerade gar nicht sicher. Kommt Samstag auch einer? Entweder Samstag oder Montag kommt, oder Sonntag kommt, glaube ich, keiner. Nee, Sonntag kommt keiner, weil da 2 Videos vom anderen Projekt kommen. Wobei das ja die Frage ist, wie gesagt, heute Infovideo kommt heute noch. Habe ich das im letzten Part gesagt oder in dem? Kein Plan. Wegen einem neuen Projekt. Ja, egal. Auf jeden Fall werdet ihr vielleicht schon gesehen haben, noch sehen oder vielleicht schon gesehen haben. Wie auch immer, ich danke euch fürs Zusehen und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid. Ciao, Leute.